Ja. Bam, bam, bam. Bestimmt das letzte verbessere dein Schwert. Töte 12. Kurzes. Ich vermute es mal. Nicht, dass ich alle töten muss. Oh. Aber hier kann man sonst nichts anderes machen, oder? Der sieht ja immer schick aus. Zweiundzwanzig Fragmente. Du willst mich doch verkackeiern. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. 21, 23, 24. Ach, so läuft das also. Okay. Dann wollen wir mal zurück. Die Waffenruhe ist brüchig genug. Das war definitiv Gift. Und Alkibiades war nicht das einzige Opfer. Oh, heftig. Das ist der Beweis. Gift. Jemand hat es ins Essen und den Wein gemischt. Das Essen riecht komisch. Aber nicht verdorben. Ein Speiseplan für die Feier. Und der Name des Händlers. Statten wir diesem Priam einen Besuch ab. Das ist eine Idee. Das Heiligtum von Olympia. Hier kämpfen die besten Athleten um Ruhm und Ehre. Oh.
Autsch. Habt ihr irgendwie einen GPS-Tracker oder so irgendwo? Oder was geht hier ab? Habt ihr es bald mal oder wollen da noch mehr kommen? So, darf ich jetzt mal mit dem netten Herrn hier drin reden oder ist es verboten? Und jetzt werden wir uns mal unterhalten. Bitte, bitte, ich habe nur getan, was man mir gesagt hat. Und jetzt tust du, was ich dir sage. Bitte, ich dachte, wir machen sie nur etwas langsamer, weißt du, damit sie verlieren. Ein paar Drachmen gewinnen. Mein Freund Alkibir, das könnte bereits tot sein. Und du redest von Drachmen? Der Goldjunge. Ich war dort. Er hat nicht viel genommen. Wenn du ihm das Gegengift verabreichst, überlebt er. Sag mir, wo es ist. Bestimmt findest du es bei der Festung Koroibos. Ein Mann von dort bezahlte mich. Such da. Ich kümmere mich um den Schuldigen. Geh, ich will dein Gesicht nie wiedersehen. Ja, hab Dank. Was für ein Opfer. Oh. 5 hatte ich noch nie. Das muss das Gegengift sein. So, dann wollen wir das Gegengift beschaffen.
damit unser treuer Freund nicht einfach so abkratzt. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Easy. Na los. Ah, kann ich mich bestimmt noch importen. Das geht wesentlich schneller. Zu seiner Rettung, ne? Hier, ich habe das Gegengift. Wein bitte, um den Geschmack wegzuspülen. Hippokrates wäre beeindruckt. Ich spüre schon, wie meine Kräfte zurückkommen. Steht nicht noch ein letzter Kampf im Pankration aus? Gehen wir. Eile me Weile. 23.000 Erfahrung. So, letzter Fight. Dein nächster Gegner ist Dorieus. Er behauptet, er stamme von Herakles persönlich ab. Ich bin bereit. Hast du je gegen einen Olympiasieger gekämpft? Nein, aber ich bin bereit. Tja, du siehst nicht so aus. Du bist ja nicht mal eingeölt um Zeus willen. Ich habe doch Öl. Es könnte nützlich sein und es roch so gut. Ich nehme es. Ein bisschen Öl schon? Mmh,
Du riechst besser als das letzte Mal. Bringen wir es hinter uns. Für Zeus. Wir sahen, wie aus einem Unbekannten ein Herausforderer wurde. Und nun sehen wir, wie er sich gegen den amtierenden Meister schlägt. Dorieus! Easy. Dann nehme ich mit links. Ja, mach mal. Willst du leben? Dann streng dich ein bisschen an. Hutsch. Magst du Schmerz? Aua. Gewonnen! Nike! Was? Product Placement? Wow. Die Götter waren gnädig zu ihnen, unseren Helden! Doch! Es kann nur ein Sieger geben. Sparta! Dir gebührt ewiger Ruhm. Going for gold. Fast neues Level. Ja, nimm mal Frauen, ne? Soll man ja nichts gegen sagen. So, dann machen wir doch mal die 10.000 Quests hier drin. Ja. Fangen wir mit der an. Und dann können wir ja die einzelnen hier annehmen. Söldner, wie wär's mit einem Blick in die Zukunft? Danke. Ich wüsste gerne, was die Mäuren für mich bereithalten. Sehr gut, ja, das würdest du. Jeder möchte seine Zukunft vom großen Uso erfahren. Also, wie wird sie? Ich sehe große Dinge. Zum Beispiel? Naja, Dinge eben und morgen wird ein wirklich sonniger Tag. Danke, danke, empfiehl mich weiter. Was ist aus den Spielen geworden? Jeder hier ist nur auf Drachmen aus. Malaka! Meine Drachmen! Hey! Haltet die Dieben! Hey! Dieben! Sie sah aus wie Phöbe. Und sie war ebenso geschickt. Ich muss sie aufspüren. Dann komm mal her. Ja.
Zurück! Dieben! Eine Straßendiebe. Genau wie Phoebe. Du hättest mich fast abgeschüttelt. Aber ich hab dich. Gib sie her. Was soll ich hergeben? Meine Drachmen. Gib sie zurück. Hier, bitte. Tu mir nicht weh. Die haben mich dazu gezwungen. Ich wollte das nicht. Ehrlich. Ganz ruhig. Ich tu dir nicht weh. Versprochen. Aber der Hauptmann bestimmt. Klingt fast so, als müsse ich mit dem Hauptmann reden. Nicht reden. Verprügel ihn. Er nahm mir sogar die Kette meiner Mutter ab. Ich krieg sie nur zurück, wenn ich für ihn stehlen gehe. Sie war alles, das mir von ihr geblieben ist. Ich hole dir deine Kette zurück. Warum solltest du? Du erinnerst mich an jemanden. Jemand ganz Besonderen. Kleine Zicke hier. Ich sollte vorsichtig vorgehen. Was soll das? Kette sein. Aha! Weiß ich. Ich sollte zurück zum Meer. Ich bin da mal weg, D.E. Da ist der Kerl, den ich auf dem Markt gesehen habe.